Ein Silbertaler aus dem Oberharz. Der berühmte sogenannte Vierfachlöser aus der historischen Silbergrube Lautentals Glück. Die glanzvollen Zeiten, als gekrönte Häupter nicht genug bekamen von dem Silber des Harzgebirges, sind längst vorbei. Der unermessliche Reichtum unter Tage ist versiegt. Was bleibt, sind die von Menschenhand in unendlich mühsamer Arbeit in den Berg vorgetriebenen Stollen und Schächte. Als ich diese Filmbilder vor einigen Jahren zum ersten Mal sah, war ich fasziniert. Sie zeigen den Bau eines Schachtes im Bergbaurevier von Lautental um die Jahrhundertwende. Oft genug war ich in diesen Gruben unterwegs, auf den vielfach verschlungenen Wegen, in die unterirdischen Schatzkammern des Oberharzes. Diesen Schacht hatte ich noch nicht gesehen. Mit den alten Filmbildern begann für mich und meine Mitarbeiter eine spannende und sehr zeitaufwendige Suche unter Tage. Dabei ging es nicht nur darum, den alten Schacht ausfindig zu machen, um ihn unter Umständen als touristische Sehenswürdigkeit wieder zu öffnen. Für uns war dies vor allem auch ein praktisches Stück montanhistorischer Forschung. Bot sich doch hier die seltene Gelegenheit, mit neuartigen und ungewöhnlichen Forschungsmethoden dem Bergbau der Vergangenheit besser auf die Spur zu kommen. Nicht nur über, sondern auch unter Tage, unter unseren Füßen sozusagen, kann man aufregende Entdeckungen machen. Doch jede Aktion unter Tage braucht die Genehmigung des Bergamtes. Die Geschichte der Bergstadt Lautental an den Ufern der Innerste ist ein wesentliches Stück der Entwicklung des Bergbau- und Hüttenwesens im Oberharz. 450 Jahre kündeten die Glocken von reichen Silberanbrüchen, von Freud und Leid der Gruben im Revier von Lautentals Glück. Die Barockkirche über der historischen Bergstadt, ein weithin sichtbarer Mittelpunkt. Historische Mundlöcher an allen Orten, Tore zur Welt unter Tage, Zeugnisse einer fast tausendjährigen Bergbaugeschichte. Seit dem Jahr 1975 ist Lautental im Oberharz die Heimat des Niedersächsischen Bergbaumuseums im Grubenrevier von Lautentals Glück. Anziehungspunkt für Besucher aus nah und fern, die in großer Zahl über alle Jahreszeiten verteilt das Abenteuer unter Tage suchen. Vor Ort über die Geschichte des Silber- und Goldbergbaus erfahren und häufig so begeistert sind, dass sie mit Freunden oder Verwandten schon bald wiederkommen. Ein lebendiges Museum. Besonderer Anziehungspunkt sind die Grubenzüge, mit denen die Besucher bis in 266 Meter Tiefe einfahren können. Wo unter Tage Menschen und Maschinen in Tätigkeit sind, wo die museale Inszenierung alte Traditionen fortsetzt. Das Niedersächsische Bergbaumuseum ist aber auch ein Mittelpunkt für die Montanforschung. Wissenschaftler der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe von Universitäten und Instituten arbeiten hier Hand in Hand. Mit dem großen Vorteil, dass sie hier keine umfangreichen Erdbohrungen niederbringen müssen, sondern auf direktem Wege zu ihren vielfältigen Forschungsfeldern vordringen können. Wahrzeichen des Museums ist das 15 Meter hohe bergmännische Kunstrad zum Antrieb der Schachtpumpen. Ohne einen geregelten Wasserzulauf wären die Pumpen unter Tage schon nach kurzer Zeit betriebsunfähig. Kunst- und Kehrräder, jene großen Wasserkraftmaschinen, entstanden hier im Oberharz in großer Zahl im 16. und 17. Jahrhundert. Die Bergschmiede.
Kein herkömmlich musealer Ausstellungsraum, sondern eine Stätte zur Pflege der aussterbenden Schmiedekunst. Das Eisen muss man schmieden, solange es heiß ist. Den heißen Kaffee jedoch, den die Besucher gleich nebenan mit dem köstlichen Oberharzer Schmandkuchen verzehren, sollte man erst etwas abkühlen lassen. Heiß ist es in jedem Fall. Denn in der Silberhütte sind die Schmelzöfen angeblasen und nach der Kunst der Hüttenleute entstehen hier Repliken der berühmten Silbertaler von einst. Museale Lebendigkeit auf dem Fundament einer alten Manufaktur. Denn was hier vor den Augen der Besucher hergestellt wird, bieten Schmiede und Hüttenleute auch zum Verkauf an. Während eine der vielen Besuchergruppen über das große Bergbau- und Hüttengelände wandert, das durch Rekonstruktionen und Originale auf 60.000 Quadratmeter Fläche Jahr um Jahr erweitert wird, fährt eine Gruppe von Forschern nach Untertage ein. Es gilt, die freien Zeiträume im Fahrplan des Besucherverkehrs zu nutzen. Besucher, die wohl kaum ahnen, welcher Aufwand notwendig ist, um das Grubenrevier von Lautentals Glück immer weiter aufzuwältigen, wie der Fachmann sagt. Also um verschüttete Stollen und Schächte wieder zugänglich zu machen. Einfahrt in den tiefen Sachsenstollen. Über diesen Verbindungsweg fahren die Besucher bis zum Lautentalsglücker Hauptschacht in 266 Meter Tiefe ein. Eine Überraschung am unterirdischen Wegesrand. Pflanzen, die hier seit vielen Jahren in der Tiefe ohne Bewässerung, ohne Dünger, ohne jede Pflege über alle Jahreszeiten wachsen und blühen. Wachstum in künstlichem Licht, fernab der Sonne. Teil eines besonderen Forschungsprogramms und Beweis der großen Lebendigkeit, die uns die Welt unter Tage bietet. Die Reise unter Tage geht weiter. Wettertüren zur Führung der Atemluft öffnen und schließen sich wie von Geisterhand. Das Zugpersonal muss an besonderen Haltepunkten den Gegenverkehr abwarten und dann ist wieder für eine Gruppe der Grubenbahnhof Lautentals Glück erreicht. Unterschiedliche Helmfarben erleichtern den Grubensteigern die Aufsicht über die ihnen anvertrauten Gäste. Und mittlerweile sind wir zusammen zwei Sohlen, zwei Etagen aufgestiegen. Das sind in diesem Fall auf den Zentimeter genau 40 Meter. Wir sind also hier noch in einer Tiefe von 226 Metern. Rund 100 Meter tiefer, zwischen 330 und 350 Meter unter Tage, beginnt unbemerkt von den Besuchern ein Forschungsprojekt, das man fantasievoll mit dem Satz Klopfzeichen in die Vergangenheit übertiteln könnte. Geophysiker erproben zur Erkundung historischer Schächte und Stollen, die man auch alter Mann nennt, ein seismisches Messverfahren. Bislang wurde es nur zum Aufsuchen von Kohle und versuchsweise auch von Erzlagerstätten angewendet. Aufwendige, komplizierte elektronische Apparaturen messen die Laufzeiten von Schallwellen über Geophone, also hochempfindliche Spezialmikrofone, die in Bohrlöcher eingebracht eine Art Hörbild entsprechend der Seismographie herstellen und dadurch unbekanntes Gebirge erkenntlich machen. Auslösung für die notwendige Resonanz ist eine Sprengstoffladung. Mit diesem Kabel, so von hinten kommt eine Geophone und die Kamera verbunden, eingehend hier unten mal diese Spurauswahlschalter und über diese beiden Kästen, wo das Signal digitalisiert wird. Ja, hier Instrument. Tja, hier bei uns ist alles fertig soweit, wir können schießen. Okay, 53 auf 10. Ja, ist gut, ich ziehe auf.
Maschine ist aufgezogen. Ja, Instrument ist eingeschaltet. Fertig zum Schuss, ich zähle. 5, 4, 3, 2, 1, Schuss. Die Originalaufzeichnung aus der Messapparatur. Der Schuss klopft sozusagen an die alten Grubenbaue und die Resonanzen und Laufzeiten geben dem Geophysiker ein Bild, wie das unterirdische Grubengebäude aussieht. Ja, technisch ist der Film in Ordnung. Wir haben hier unseren T0, haben hier die Ersteinsätze und bekommen hier die ersten Reflexionen zu sehen. Das sind jetzt 1, 2, 3, 400 Millisekunden. Das könnten so 600 Meter sein. Ja, das wäre der Ostschacht. In 600 Metern ist der Ostschacht. Ja. Und davor? Tja, ganz schwach. Mhm. Ganz schwach. Etwa, sagen wir 300 Meter vielleicht. Ja, in 300 Metern ist der Schacht Maaßen, die Kunstradkammer. Und die Maschinenkammer. Aber das sind so vage Entfernungsangaben. Ja, ja. Schön. Also entweder Hohlräume oder Silber und Gold. Tja, dann schon Gold. Durch diese Messmethode wurde in Lautentals Glück erstmalig festgestellt, wo historische Stollen und Schächte noch offen sind. Mit herkömmlichen Untersuchungen wären die Kosten um ein Vielfaches höher gewesen und den sicheren Erfolg hätten sie nicht garantiert. Wie aufwendig die Erkundung des alten Bergbaus ist, zeigt das nächste Kapitel der Erkundung. Ein speziell konstruiertes Amphibienfahrzeug sollte uns in großer Tiefe über schlammige Untiefen bringen, die mit Booten nicht passierbar sind. Das Einhängen des Amphikars in den Hauptschacht. Für die Bergleute von Lautentals Glück keine Routinearbeit. Der Mann an der Winde muss Fingerspitzengefühl beweisen, wenn die kostbare Last heil in die Tiefe fahren soll. Bis auf minus 422 Meter wollen wir mit dem Amphikar vordringen. Eine Exkursion, die ich mit gemischten Gefühlen beginne. Ich hatte große Bedenken, ob die Konstruktion des Amphibienfahrzeugs den ungewöhnlichen großen Anforderungen der Welt unter Tage gewachsen sein würde. Doch Versuch macht klug. In der Montanforschung habe ich gelernt, mit Problemen umzugehen. Wir wagen den Vorstoß in die Schlammmassen und sind guter Dinge. Nur wenig Wasser überdeckt den zähen, saugenden Schlamm. Und die Autofahrt unter Tage wird zu einem schweißtreibenden, ermüdenden Kraftakt. So, das war's. Endstation. Weit ab vom rettenden Schacht stecken alle 22 Räder mitsamt der Antriebsschraube so fest, dass wir aufgeben müssen. Der Weg, um Hilfe zu holen, dauert Stunden, führt durch einsturzgefährdete Grubenbereiche. Jeder Schritt auf den morschen Balken des Gebrücks, wie der Fachmann sagt, des jahrhundertealten Tretwerks, ist ein Risiko. Bricht es oder tritt man daneben, so ist das 4 Grad kalte Wasser mit 2 bis 3 Meter Tiefe eine unerfreuliche Abkühlung. Auf meinem einsamen unterirdischen Posten
lasse ich nichts unversucht, um unsere Fehlkonstruktion wieder flott zu machen, bevor der Bergungstrupp eintrifft. Umsonst. Fast 4 Stunden nervender Kampf, dann kocht nicht nur der Motor. Scheiße! So, nun kommen Sie zur Potte, sonst ist es kalt. So. Also ich würde sagen, dass wir mindestens von hier 7-8 Stunden brauchen, um das rauszubringen, um es zum Schacht zu kriegen. Wobei ja die Krux ist, das Ding legt sich ja auch, so wie Schlamm ist, legt es sich ja auf, nicht? Also sollten wir das je wieder rauskriegen hier, dann muss das komplett umgebaut werden. Und dann ist es natürlich schlimm, wenn da Bolzen abscheren und so, das muss ja durabel gebaut sein, nicht, dass es also von vornherein nach relativ kurzer Benutzung kaputt ist. Heiße Erbsensuppe und dampfender Kaffee stimmen unseren Bergungstrupp optimistisch. Reparaturarbeiten in Wasser und Schlamm für die einen, Erschöpfungsschlaf für die anderen. Nach 14 Stunden ist uns jedes Ruheplätzchen recht. Der Reparaturversuch bleibt ohne Erfolg. Dreck, Fett, Feuchtigkeit, das reibt alles kaputt. Das alles im Arm. Da hält nichts mehr eins auf dem anderen. Abschleppmanöver in 362 Meter Tiefe. Werden wir das Amphibienfahrzeug je wieder nach über Tage schaffen können? Okay, gut. Ich würde sagen, wir binden den Amphikar jetzt an die Boote, setzen den rüber, dass wir von der Insel wegkommen. Und dann müsst ihr mich ins Schlepp nehmen. Aber beeilt euch, der säuft jetzt langsam ab hier. Los! Werkstatthalle des Niedersächsischen Bergbaumuseums. Hier wird konstruiert, restauriert und repariert. Das Urteil der Experten in unserer Werkstatt ist niederschmetternd. Der Amphikar ist Schrott. Wir werden es auf andere Weise versuchen müssen. Der Weg in das unterirdische Grubengebäude führt über viele Sohlen und Schächte, um das vermutete Ziel zu erreichen. Immer wieder zwingen unüberwindliche Brüche, neue Wege zu suchen. Den entscheidenden Hinweis auf die einzige Möglichkeit des Durchstiegs gab mir der alte Stummfilm aus dem Archiv des Bergbaumuseums. Bild für Bild entdecken wir die verborgenen Wege. Oh, können Sie mal bitte langsam fahren, das ist interessant. Schauen Sie, da sind wir kurz vor einem Durchschlag innerhalb eines Streckenverlaufs. Und die Männer kommen jetzt in die andere Strecke. Und da wir das von Sohle zu Sohle gesehen haben, ist das der Beweis, dass die Strecken vorhanden sind, auch wenn wir sie nicht in der Kartierung haben und dass wir da auch durchkommen. Ein Durchschlag zweier Grubenbereiche am Anfang dieses Jahrhunderts. Der Fels ist geöffnet und die Männer können sich von Grube zu Grube die Hand reichen. Vielleicht ist es das erste Mal, dass ein alter Zelluloidstreifen aus der Stummfilmzeit zum Wegweiser, zum Meilenstein in den historischen Bergbau wird. ...85 Jahre später. Ich habe den Einstieg gefunden, zwinge mich durch Gestein
und faules Stempelholz. Die Bergleute von Lautentals Glück haben in wochenlangen Räumungsarbeiten den Einstieg ermöglicht. Ich weiß es nicht, aber vielleicht war es ja eine Weltpremiere. In jedem Fall, für mich war es das erste Mal, dass ich aufgrund von Filmbildern einen Weg unter Tage skizzieren konnte. Es ist schon ein ganz besonderes Gefühl, nach Jahrzehnten oder manchmal nach Jahrhunderten in diese unterirdische Welt zu schauen. Von Menschenhand erschaffen, von der Natur mehr und mehr zurückerobert. Faszination Natur. Eine Pflanze, die hier in der Dunkelheit des Gebirges vor einer Erzstufe gedeiht. Die Bergleute des Museums folgen den Spuren der Erkundung. Sie räumen Brüche ab, fördern vielhundertfache Tonnen Gestein nach über Tage, bauen Schienen für den Gleistransport. Gestänge, wie der Fachmann sagt. Der Schacht als Verbindung zwischen den 7 noch zugänglichen Sohlen. Schwerstarbeit unter Tage, die Erfahrung und Liebe zum Bergbau braucht. Für die Menschen im Besucherbergwerk von Lautentals Glück bleiben diese Männer auf ihren Vorposten weitgehend unsichtbar. Mut, Erfahrung, Einsamkeit. Merkmale eines modernen Berufes auf dem Fundament der historischen Bergbaukunst des Oberharzes. Monate und Jahre dauert die Wiederherstellung eines Streckenverlaufs. Man braucht also Geduld, bis man den Erfolg seiner Arbeit sieht. Aber noch sind wir längst nicht am Ziel. Wer von den Besuchern wird irgendwann ahnen, wie viel Mühe, wie viel Zeit, wie viel Geld notwendig war, um diese unterirdischen Pfade wieder befahrbar zu machen? Schießarbeit als unentbehrliches Hilfsmittel im Vorstoß in die Gruben von gestern. Gestern wie heute verstehen die Schießhauer ihr Handwerk meisterlich. Im historischen Bergbau wird in der Regel gebirgsschonend geschossen, um die alten Baue auch weiterhin zu erhalten. Noch einmal ein Filmdokument aus dem Archiv. Bau des Ostschachtes nach der Jahrhundertwende. Für uns hat dieser Schacht eine Art Schlüsselfunktion für unser weiteres Vordringen. Übrigens, einer dieser großen Abteufkübel ist heute noch erhalten. Steht auf dem Freigelände des Niedersächsischen Bergbaumuseums. Der Blick vor Ort am Ostschacht. Der Blick an den Anfang dieses Jahrhunderts. Ja. 85 Jahre später. Der Schacht ist für Menschen unbefahrbar, nicht aber für eine Fernsehkamera.
Dieser Fernsehschlitten wird mit einer ferngesteuerten elektronischen Kamera in den Schacht eintauchen, wird uns Bilder liefern, die wiederum Meilensteine in der Erforschung des Grubenreviers der historischen Silberbergwerke von Lautenthals Glück sind. Rechts zum Stoß und links zum Stoß. Du musst doch mit dem Haken hängen bleiben. Das ist weg. Die Mitte suchen. Jawohl, bestens. Und weiterhängen. Jawohl. Nichts im Weg. Nein, alles frei. So, jetzt können Sie erstmal schneller hängen, denn ich sehe also, ich kann wohl 40 Meter, 50 Meter kann ich schauen. Ich sehe keine Bühne. Da dürfte laut Karte kommt jetzt auch kein Füller. Da können wir erstmal schnell durchhängen. Ja, unverändert gut, Schachtringe gut, Verzug gut. Also der Schacht kann noch ein paar hundert Jahre stehen. Ja, Sie haben wieder die Mitte, weiterhängen. Sehr gut. Bestens. Ja, vorsichtig, die Mitte suchen. Ja, und weiterhängen. Hängen. Ja, prima. Sehr gut. Weiterhängen. So, ich glaube, ich sehe jetzt eine Bühne. Wie viel haben wir? 110. Ja, dann müsste das der tiefe Sachsenstollen sein. Das scheint sehr eng zu sein. Wir müssen da durchkommen. Ja, vorsichtig hängen die Kamera. Alles klar. Ja, jetzt vorsichtiger. Ja. Kommt eine Menge Wasser runter. So, jetzt haben wir die Schutzbühne. Die Schutzbühne haben wir hinter uns. Und jetzt kommt gleich die Sohle. Ja, gut, bestens, hervorragend. Ja, ein bisschen nach rechts. Ja, jetzt noch einen Meter bis zur Sohle. Ja. Und jetzt sind wir durch. Jetzt sollten wir vielleicht mal unter der Bühne gleich, unter der Sohle nach rechts schauen, damit wir mal den Schachtausbau sehen. Ja, wir fahren rüber. Ja, sehr gut. Ja, der Ausbau sieht hervorragend aus. Wie neu der Schacht. Die Einstriche sind auch erste Klasse. Jawohl. Das Fernsehauge ersetzt weitgehend den Menschen.
der durch nachstürzende Gegenstände frei hängend in jedem Schacht tödlich gefährdet ist. Trotzdem fordert die Expedition in die Geschichte des Bergbaus auch den persönlichen Einsatz. Bitte weiterhängen. Wissen Sie meine Teufel jetzt? 195 Meter. Da haben Sie sich wohl vertan, das müssen 295 sein. 595. Und stopp! Okay. Ich bin auf der Sohle, ich steige jetzt ab. Bitte nicht weiterhängen. Ich koppel mich mal ab und gucke hier mal nach, was da so los ist. Da bin ich jetzt neugierig geworden. Können Sie mich noch verstehen? Das ist erstaunlich, obwohl ich hier drin bin. Ein alter Kreiselwipper zum Ausleeren der Förderwagen. Der darunter befindliche Schacht, Rolle oder Rolloch genannt, führt auf die nächst tiefer gelegene Sohle. Der persönliche Augenschein bestätigt, was das Fernsehauge angedeutet hat. Wenn auch mit Mühe, aber ich komme unserem Ziel näher. Beobachtungen am Rande. Kleine Wunder der Natur. Winzige Stalaktiten, die Tropfen um Tropfen wachsen. Farbige Sinterungen, märchenhafte Kaskaden. In einem Wasserkolk mache ich eine sensationelle Entdeckung. Ein Schalentier, ein weißer Krebs. In der ewigen Dunkelheit blind und doch kann er mittels der weit vorstehenden Tentakeln die Helligkeit wahrnehmen und flüchtet. Der Versuch, von diesem Sohlenbereich weiterzukommen, scheitert zunächst. Stattdessen versuchen wir, durch einen nach oben führenden Wasserlauf zu tauchen. Sicherung aus dem Begleitboot und ein zweiter Tauchanzug für den Notfall. Taucher zu schonen, fahren wir soweit es möglich ist mit dem Beiboot. Doch immer wieder gibt es Grenzen für uns. Grenzen,
aus Schlamm und anderen Hindernissen. Unter dem unberührten, kristallklaren Wasser ist das sogenannte Gebrück, das alte Tretwerk, zu erkennen. Tückisch gefährlich, morsch und kaum haltbar über Untiefen von 2 bis 3 Meter kaltem Wasser. Höchstens 15 cm Wasser drüber. Und wie sieht's mit dem Schlamm aus? Oh, nur Schlamm. Glitschig. Ist der dick und zäh, oder? Man saugt sich regelrecht fest. Also hat's gar keinen Zweck, dass ich auch noch einen Taucheranzug anziehe. Ich glaube, es sieht sehr schlecht aus. Das ist ja nicht schön. Nach dieser Enttäuschung bleibt uns nur der Weg zur nächst tieferen Sohle. Noch einmal tritt die Kamera in Aktion und weist uns den Weg. Da geht's rein, da geht eine Lutte rein auch. Hier sind Stempel, stehen da hoch. Da geht unten die Lutte in die Strecke rein. Die sind da hochgestellt, die Stempel. Also die Strecken laufen doch vom Pfad rum ab. Stempel sind Abstützungen und als Lutten bezeichnen die Bergleute die Zuführungsrohre für die Atemluft. Wir sind fast am Ziel, aber noch einmal müssen die Bergleute ihre Auffälligungskunst beweisen. Diesmal treiben wir einen kleinen Erkundungsstollen, der zu nichts anderem dient, als herauszufinden, ob wir auf diesem Weg weiterkommen. Und tatsächlich, es gelingt. Jahrhunderte altes Stempelholz. Vortriebsarbeit auf den Knien. Es gilt, die Gefahr stets sicher einzuschätzen. Vorstoß in eine unbekannte Grube. Hier lässt sich nur in traditioneller Bergmannsarbeit das Ziel erreichen. Moderne Maschinen würden mehr zerstören als nutzen. Wie lassen sich unsere Gefühle beschreiben, als wir es endlich geschafft haben, endlich am Ziel sind? Entdeckerfieber, Spannung, Neugier. Unsere Erwartungen werden weit übertroffen. Die unterirdische Maschinenkammer. Bergbautechnik tief im Inneren des Gebirges. Gucken Sie sich die Zahnrad an. Schön, die Gewölle, ja. Naja, bei der Teufel des Schachtes, da soll wohl das alles stabil sein hier. Voll. Eine Kompressoranlage. Die große Fördermaschine. 6 Meter Durchmessen, die Seiltrommel. Das Gestänge der alten Fahrkunst und die Fahrkunstmaschine. Seit dem Jahr 1833 beförderte diese Technik die Bergleute
durch die über 800 Meter tiefen Schächte. Inzwischen haben die Techniker des Niedersächsischen Bergbaumuseums die alten Maschinen wieder funktionstüchtig gemacht. Steuersystem aus dem vergangenen Jahrhundert. Räderwerk aus der bergmännischen Technologiegeschichte. Bilder der Maschinenbaukunst von gestern. Der Maschinist auf dem Führerstand der großen Fördermaschine unter Tage. 3 Jahre Forschung, 3 Jahre bergmännische Arbeit in der Grube Lautentals Glück. 3 Jahre, die wir hier in 45 Minuten zusammengefasst haben. Die Mühe haben wir versucht, mit Kamera und Mikrofon einzufangen. Doch nur wer bei dieser langjährigen Expedition dabei war, kann ermessen, dass sich wohl nur ein Teil der Mühe dokumentieren ließ. Erst vor Ort, tief im Inneren des Gebirges von Lautentals Glück, kann man den unendlichen Fleiß der Bergleute von gestern und heute wahrhaftig begreifen.